I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. Moment! Ich hab's! Okay. Okay, siehst du? Oh. Das wird nicht halten! Nate, los! Ich hab's! Los! Mist! Los! Verdammt. Und wie zum Teufel sollen wir da jetzt drauf kommen? Uns bleibt nicht genug Zeit. Nate, nein, nicht ganz allein. Hör zu, ich komme gleich zurück, okay? Er wird nicht ohne Kampf hier weggehen. Dann kämpfe ich mit ihm, wenn es sein muss, aber so oder so, ich hole ihn zurück. Bring das Flugzeug so nah an den Berg ran, wie es geht. Und dann nichts wie weg hier. Also das Übliche, ja. Das ist nicht fair. Der Abwasch, du bist dran. Und weh dir, du kommst nicht zurück. Ich liebe dich. Ich dich auch, Cowboy. Meines Bruders Hüter. Howdy, Volk, und willkommen zurück bei Uncharted 4. Oh. Hey, was ist das? Fußspuren. Sam! Ja, verdammt. Ich bin sicher, er ist schon über alle Berge. Zu dem gruseligen Berg, Sam retten und dann nichts wie weg hier. Ja, morgen werde ich über all das lachen. Dann mal los. Zurück auf der Spur. Die Fußspuren enden hier. Oh, komm schon, wo ist der hin? Hey, ja.
Mehr Fußspuren. Naja, immerhin bist du nicht abgestürzt. Das ist gut. Jetzt kann ich dich noch umbringen. Was ist das? Oh, das ist Berns Enkel. Lösen. Oh. Oh. 14. April 1808. Obwohl ich Hayes Kugel erfolgreich aus meinem Oberschenkel entfernt habe, eitert die Wunde und das Fieber hat nicht nachgelassen. Ich möchte unbedingt sehen, was sich im Berg befindet, aber der Schmerz ist unerträglich und ich muss mich ausruhen, wieder zu Kräften kommen. In diesem Moment der Ruhe beschleicht mich ein Gefühl des Zweifels. Hätte ich die Männer nicht dafür bestrafen dürfen, dass sie den Vertrag mit mir gebrochen haben? Ich habe mein Leben der Suche nach diesem Ort gewidmet, um Averys Schatz zu finden. Und ihre Taten hätten mich beinahe meines Schicksals beraubt. Nein, mein Vorgehen war gerechtfertigt. Heute Abend ruhe ich mich aus. Das Fieber wird sinken und morgen werde ich die Reise meines Großvaters beenden. Wenn ich meine Erlebnisse niederschreibe, ein Buch von Jonathan Burns, das in den Büchereien neben den größten Abenteuern der Geschichte stehen wird. Im schlimmsten Fall verliere ich dieses Bein, aber letztendlich werde ich ein erfülltes Leben gehabt haben. Und Claire wird endlich stolz auf mich sein. Claire, vergib mir. Knapp daneben ist auch vorbei, Kumpel. Hattest es fast geschafft. So ein Mist. Wow. Wey, ich bin in der Nähe der Höhle. Mehr Fußspuren. Tja, dann mal rein. Hey Sam!
So, da wären wir. Okay, dann mal los. Oh, verdammt! Gott, das ist schwerer, als es aussieht. Okay, ich schaffe das. Nein. Ich kann das schaffen. Oh, verdammt. Nein. Ich kann das schaffen. Oh, verdammt. Ich weiß zwar nicht wie, puh, aber ich hab's geschafft. Jo. Was haben wir? Gott, das ist Avery Schiff.
Nein, du Arsch, heb die doch. Okay. So weit, so gut. Oh, Scheiße. Schon viel zu knapp. Ja.
ist wohl mein Weg runter. Also Humpe, hm? Das ist wohl mein Weg runter. Oh Gott, komm schon! Oh! Falsche Richtung. Das ist wohl mein Weg runter. Hast du das wirklich alles gemacht, Sam? Ich glaube kaum. Wahrscheinlich hat er einen trockenen Weg genommen. Einen weniger schmerzhaften Weg hinunter. Oh, schönes Wasser. Bald fertig? Das ist die letzte, Ma'am. Gut. Wenn wir uns beeilen, holen wir die anderen noch ab. Sam hat sich gerade unser verdammtes Boot geschnappt. Er will zu Averys Schiff. Komm! Lass ihn. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Die meisten meiner Männer sind tot. Und wer noch lebt, ist abgehauen. Siehst du das da? Das Ende ist buchstäblich in Sicht. Dein wahnsinniger Pirat hat die gesamte Höhle vermint. Ich setze keinen Fuß auf sein Schiff. Nadine,
Wenn du hier und jetzt abhaust, war der Tod all deiner Männer, alles, was wir getan haben, umsonst. Wir haben hier Gold im Wert von Millionen. Das und lebendig zu sein reicht mir. Kein Wunder, dass dir die Männer abhauen. Wie bitte? Wir stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben, und du gibst dich mit einem Almosen zufrieden, einem Bruchteil von dem, was Sam auf dem Schiff erwartet. Wenn er es lebend von diesem Schiff hinunterschafft, kann er es haben. Dann hat er sich's verdient. Ganz im Gegensatz zu dir. Jetzt hör zu. Wir können den ganzen Tag lang hier stehen und uns beleidigen. Oder wir beenden das, was wir... Wir werden's beenden. Sorry, man. Mit Söldnern ist das so, Nadine. Ihre Loyalität ist käuflich und nicht verdient. Und jetzt komm. Entweder wir beenden das hier gemeinsam, oder wir beenden es gleich hier. Lass uns Geschichte schreiben. Braves Mädchen. Nach dir. Was du auf Lager hast, Captain Avery. Das Ende eines Diebes.